Wir schlagen unsere Bibeln auf zu Johannes Kapitel 8. Lass uns bitte aufstehen, um das Wort des Herrn, unsere Achtung auszudrücken und um zu beten. Wir lesen Johannes Kapitel 8, die Verse 12 bis 20. Hört das Wort unseres Gottes. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht alleine, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der von mir selbst Zeugnis gibt, und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Das war das Wort unseres Herrn, lass uns beten. Himmlischer Vater, wir brauchen die Kraft deines Geistes. Ohne die Kraft deines Geistes sind wir nichts, haben kein Leben und sind vollkommen tot. Ohne die Kraft deines Geistes, die unsere Ohren öffnet, haben wir keine offenen Ohren. Und ohne die Kraft deines Geistes, die hörenswerte Worte redet, haben wir nichts Schlaues zu sagen. Und darum bitten wir dich, Vater, wirke nun durch die Kraft deines Geistes, dass ich hörenswerte Dinge aus deinem Wort sage, nicht weil ich damit hergekommen bin, sondern weil sie aus deinem Wort sind. Bitte, Vater, öffne die Ohren unseres Herzens, damit wir dein Wort hören und dadurch verändert werden. Vater, wir brauchen die Kraft deines Geistes und wir bitten sie von dir, weil wir wissen, dass du sie geben wirst. Amen. Ihr könnt euch gerne setzen. Wir setzen heute unsere Serie durch das Johannesevangelium fort. Es ist jetzt eine Weile her, dass wir zum letzten Mal im Johannesevangelium gewesen sind. Und deswegen lasst uns ein bisschen rückblicken, was der Kontext dieser Geschichte hier ist. In diesem Augenblick lehrt Jesus, wie wir im Vers 20 gesehen haben, beim Opferkasten im Tempel in Jerusalem. Im Kapitel 7 haben wir gehört, wie Jesus zeitverzögert zum Laubhüttenfest hinaufzieht, weil die Lage um ihn so brisant geworden ist. Die Juden suchen ihn nun immer mehr und mehr zu töten. Und aus diesem Grund schleicht er inkognito zum Laubhüttenfest und taucht erst gegen Ende auf und predigt. Unser Predigttext wird von Jesus Christus selbst gesprochen. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Die Situation sieht wie folgt aus. Wir lesen es in Kapitel 7, die Verse 40 bis 41, einen kleinen Rückblick dazu. Da heißt es: Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen: Dieser ist der Christus. Andere aber sagten: Kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagen nicht die Schriften, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Also die Volksmenge berät sich. Egal, wo du in Jerusalem hingehst, ob du Obst einkaufen gehst am Marktplatz, ob du beim Tempel bist, ob du ein Opfer tust, überall, an jedem Ort in Jerusalem, drängt sich den Menschen diese eine Frage auf. Wer ist dieser Jesus? Alle Welt fragt sich, hier in Jerusalem versammelt, wo Menschen aus allen Teilen Israels zusammenkommen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Wer ist dieser Jesus? Wo ist er? Er ist das Thema Nummer eins des Tages. Und natürlich will Johannes, der das Evangelium schreibt, hat am Ende seines Evangeliums offenbart, was der Sinn ist. Er schreibt diese Zeilen, damit wir Glauben an Jesus Christus finden. Er intendiert, die Leser quasi, sich diese Frage aufzustellen. Wer sagst du, dass Jesus Christus ist? Das ist das große Ziel.
warum Johannes diese große Frage für uns aufzeichnet und sie uns so deutlich vor Augen stellt. Wer ist dieser Jesus? Jesus beantwortet diese Frage selbst im Vers 12 von Kapitel 8. Nachdem alle Welt sich fragt, wer Jesus ist, die einen sagen, er kommt aus Galiläa, die anderen sagen mit Recht, aber Jesus, der Messias muss ja aus Bethlehem kommen. Nun hören wir Jesus, wer er sagt, dass er ist. Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Ist das nicht eine komische Aussage? Warum hat Jesus nicht einfach zu gewissen Leuten gesagt, ja, du hast recht, ich bin der Messias? Oder, ja, du hast recht, ich bin der Prophet, von dem Mose spricht? Warum redet er nicht deutlich? Und warum antwortet er hier so kryptisch auf diese Frage, wer Jesus ist? Zum einen müssen wir wissen, die Historiker halten uns für uns fest, dass am Laubhüttenfest das Tradition war, dass das ganze Tempelgebäude, der ganze Tempelplatz am Abend mit Licht erhellt wurde. Die Historiker halten für uns fest, dass es Brauchtum war, dass immer wenn es finster geworden ist beim Laubhüttenfest, dass Lichter angezündet wurden und der ganze Tempelplatz in ein einziges Lichtermeer verwandelt wurde. Und vermutlich ist es so, dass genau Jesus, als diese Lichter brennen oder angezündet worden sind, sich umsieht und sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber trotzdem ist diese Aussage irgendwie kryptisch, oder nicht? Sie ist irgendwie seltsam. Nun, sie ist eine von sieben Ich-Bin-Ansprüchen, die Jesus im Johannesevangelium über sich selbst äußert. Ich möchte sie euch kurz vorlesen mit Bibelstellen. Ihr könnt nachher meine Bibelstellen haben, wenn ihr sie nachschlagen möchtet. Zu Hause ist das kein Problem. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. In Johannes Kapitel 6, Abvers 35. Er sagt, ich bin das Licht der Welt, hier in unserem Text. Und in Johannes Kapitel 9, Vers 5. Er sagt, ich bin das Tor. Johannes Kapitel 10, Vers 7. Ich bin der gute Hirte. Johannes Kapitel 10, Verse 11 bis 14. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes Kapitel 11, Verse 2 bis 5. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Ich bin der wahre Weinstock. Johannes Kapitel 15, Verse 1 bis 5. Also ganz absichtlich sagt Jesus diese Dinge, um durch verschiedene Gleichnisse und Bezeichnungen für sich selbst darauf aufmerksam zu machen, wer er ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, Jesus spricht hier zu Pharisäern, zu einem jüdischen Volk, die Experten sind im Alten Testament. Immer wieder im Johannesevangelium sehen wir, wie Johannes aus dem Alten Testament heraus zeigt, wer Jesus Christus ist. Zum Beispiel in Kapitel 12 werden wir eine wunderbare Passage sehen, wo Johannes sagt, Jesaja, in Jesaja Kapitel 6, als er den Herrn sieht, da hat er in Wahrheit Jesus Christus gesehen. Jesus Christus wird deutlich in Johannes Kapitel 12 als Jahwe bezeichnet. Das ist auch einer der Gründe, warum wir an die Dreieinigkeit glauben. Es gibt einen Gott, Jahwe, und er hat drei Personen in sich vereint. Also, was meint Jesus jetzt, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt? Nun, die Juden verstehen ihn, denn sie kennen das Alte Testament. Jesus spielt hier auf Jesaja Kapitel 42 an, was wir bitte aufschlagen werden. Jesaja Kapitel 42. Und zwar, für uns sind relevant die Verse 1 bis 9. Ich fange an zu lesen ab Vers 1. Der Herr spricht, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien, noch kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Also hier ist offensichtlich die Rede von Jesus Christus, dem Knecht des Herrn, der Mensch geworden ist und der als Mensch nun Gott offenbart, seine Lehre bringt,
Die Heiden warten auf die Lehre des Herrn. Es ist Jesus Christus, der der Auserwählte des Herrn ist, der der Messias des Herrn ist, von dem diese Passage hier prophetisch redet. Dann heißt es weiter. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und dem Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Also wir sehen hier, dass Gott prophetisch durch seinen Propheten von Jesus Christus redet. Er kündigt den Messias an und was dieser Messias tun würde. Wir sehen hier zwei Dinge. Er kommt, um die Blinden sehend zu machen und um die Gefangenen aus dem Kerker zu führen. Er kommt, um das Licht für die Heiden zu sein und ein Bund für sein Volk. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und mit diesem Satz, mit dieser Aussage, sagt er deutlich zu den Juden, er ist dieser Messias. Er ist dieser Retter, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat. Er ist das Licht, das das Recht in die Welt hinaustragen wird. Der nicht nur zu dem Volk Israel kommt, sondern nun seine Lehre, sein Evangelium, die Offenbarung Gottes in die ganze Welt hinaustragen wird. Er ist dieser Retter, von dem der Prophet gesprochen hat. Das ist auch der Grund, warum sie mit ihm so wütend waren. Weil er den Anspruch gestellt hat, der Messias, der Gesandte Gottes zu sein, der das Licht in die ganze Welt und nicht nur exklusiv nach Israel trägt. Wir sehen hier zwei Dinge, die Jesus tut. In Vers 7. Er ist das Licht der Heiden und er öffnet die Augen der Blinden. Ja, im ganzen Kapitel 9, da werden wir lesen von einem Mann, der blind gewesen ist und sehend geworden ist. Und Jesus sagt im Kapitel 9 wieder, er ist gekommen, um die Blinden sehend zu machen. Also hier wird klar, dass nicht nur die Rede davon ist, dass er physisch Blinde heilt, sondern hier ist die Rede von einer geistigen Blindheit. Im ganzen Buch Jesaja geht es darum, wie das Volk Gottes blind ist. Ganz am Anfang, in Kapitel 1, wir haben es schon öfters gelesen, da heißt es, sie laufen Götzen nach, obwohl sie glauben, sie dienen Gott. In Jesaja Kapitel 5 sagt Gott zu ihnen, sie werden gerichtet, weil sie blind sind, weil sie ohne Erkenntnis sind. Die Erkenntnislosigkeit des Volkes Israel, weil sie nicht gewusst haben, wer ihr Gott ist, weil sie ihm nicht gedient haben, wie er bedient werden möchte, weil sie seine Gebote aus Unwissenheit, aus Ignoranz und aus Interessenlosigkeit nicht gehalten haben. Deswegen gehen sie ins Gericht. Sie sind blind und diese Blindheit hängt damit zusammen, dass sie Gefangene sind. Blindheit, Erkenntnislosigkeit von Gott, hängt immer zusammen mit Gebundenheit in Sünde. Gebundenheit an den Teufel, ihm gehörend, dem eigenen Herzen folgend, sind die Nationen. Sie kennen Gott nicht. Sie haben Gott vergessen seit Adam. Sie sind ohne die Erkenntnis Gottes. Und Christus wird nun die Nationen befreien. Wie wird er sie befreien? Das heißt, die Inseln warten auf seine Lehre. Jesus Christus ist das Licht. Er bringt die Erkenntnis des Vaters, Gottes, bis in jeden Winkel der Erde. Sodass alle Nationen und Sprachen in der Offenbarung nun sich vor dem Thron Gottes zusammenfinden und ihn preisen für das Werk des Lammes. Es ist die Erkenntnis Gottes, das Gesetz Gottes und die Erkenntnis seiner Gnade, das die Nationen befreit. Christus ist dieses Licht der Heiden aus Jesaja 42, das die Nationen befreien wird. Wir haben gerade eindringlich gesehen, dass es Erkenntnis ist, Lehre ist, ein nüchternes Verständnis von dem, wer Gott ist, das Mittel ist, um die Heiden zu Christus zu bekehren. Paulus argumentiert das in Römer 10. Ja? Er sagt, wie sollen sie glauben, wenn sie keinen Prediger haben? Es ist die Predigt des Wortes Gottes, dass das Mittel ist, dass der Geist Gottes tote Seelen ins Leben reißt.
Es ist die Predigt, dieses Mittel, das der Geist Gottes verwendet, um in den Herzen sein Erneuerungswerk zu vollbringen. Also, was ist nun genau diese Erkenntnis, die essentiell ist, um neues Leben in Christus zu finden? Für alle, die schon länger da sind und die erlebt haben, wie wir die ersten Seiten des Heidelberger Katechismus studiert haben, also eigentlich nur Josef und Caroline, die können sich vielleicht erinnern an die zweite Frage aus dem Heidelberger Katechismus. Die erste Frage ist, was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Und wir haben gesehen, dass wir Jesus Christus, dem Souveränen, gehören. Das ist unser Trost. Und die zweite Frage lautet folgende. Welche Dinge musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? Und der Heidelberger Katechismus antwortet mit drei Dingen. Er sagt folgendes. Erstens, ich muss wissen, wie groß meine Sünde und mein Elend sind. Und das ist nur folgerichtig. Niemand geht freiwillig zum Arzt und lässt sich mit einer Chemotherapie bestrahlen, wenn er nicht vorher davon überzeugt worden ist, dass er Krebs hat. Es wäre Wahnsinn, das zu tun. Und genauso kann niemand Jesus Christus suchen, wenn er nicht überzeugt ist von seiner eigenen Sündhaftigkeit. Aber das reicht nicht. Es braucht noch eine zweite Sache, denn was bringt es uns, wenn wir überzeugt sind davon, dass wir Sünder sind, aber nicht wissen, dass Gott bereit ist, diese Sünde zu vergeben? Und so ist der zweite Punkt, den uns der Heidelberger Katechismus nennt, folgender. Du musst wissen, wie ich von all meinen Sünden und meinem Elend erlöst werde. Ja, es reicht nicht einfach nur eine Sündenerkenntnis zu haben, sondern ich muss gleichzeitig von Gott gelehrt werden, wie ich Vergebung in Jesus Christus vom Kreuz finde. Dass ich durch Glauben allein Rechtfertigung finde in seinem Blut, neues Leben durch seinen Geist, indem ich mich auf sein Kreuz verlasse, meine eigene Gerechtigkeit über Bord werfe und mich nur auf ihn verlasse. Aber dann war es das noch nicht. Es gibt noch eine dritte Erkenntnis, die wir brauchen, damit wir im Licht des Christus leben. Drittens, und zwar wie ich Gott für diese Erlösung danken soll. Das Ziel unserer Errettung ist es, dass dem Lamm Gottes Lob, Preis und Ehre dargebracht wird. Wir können nicht errettet werden durch die Sündenerkenntnis und durch die Erkenntnis des Evangeliums und dann einfach bleiben, wie wir sind. Sondern es braucht eine Veränderung im Leben, die nun zum Ziel hat, Gott für diese Erlösung zu danken. Weil sonst würde die Erlösung an seinem Ziel vorbeigehen. Das Ziel unserer Errettung ist es, dass wir Gott Ehre dafür bringen und ihm ewiglich dafür danken, uns an ihm erfreuen und ihn genießen. Also, was bedeutet es nun zusammenfassend, wenn Jesus sagt, dass er das Licht der Welt ist? Natürlich bedeutet es, dass er der Messias aus Jesaja 42 ist, aber was hat das für Auswirkungen? Ich habe euch eine kleine Definition zusammengeschrieben, meine persönliche Definition von dem, was es bedeutet, dass Jesus das Licht der Welt ist. Also, es bedeutet, dass Jesus in Sünde und Selbstbetrug lebende Gefangene befreit. Dass Jesus das Licht der Welt ist, bedeutet, dass er in Sünde und Selbstbetrug lebende Gefangene befreit. Wie tut er das? Er tut es auf folgende Weise. Indem er den Vater offenbart, Sünde aufdeckt und Gottes Vergebung allen Bußfertigen in Christus schenkt. Und indem er den Geist sendet, der allen Begnadigten neues Leben durch den Glauben schenkt und sie lehrt, im Licht der Offenbarung Gottes zu leben. Dass Jesus Christus das Licht der Welt ist, bedeutet folgendes. Es bedeutet, dass Jesus in Sünde und Selbstbetrug lebende Gefangene befreit, indem er den Vater offenbart, Sünde aufdeckt, Gottes Vergebung allen Bußfertigen in Christus schenkt und indem er nun uns lehrt, im Licht dieser Offenbarung gottgefällig zu leben. Das sind die Elemente, die es bedeutet, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist. Jesaja Kapitel 53 spricht ebenfalls von Christus als den leidenden Retter und es heißt im Vers 6 folgendes. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Jesaja 53 malt dieses Bild für uns. Alle Menschen gehen wie Schafe ohne Hirten auf ihren eigenen Weg. Jeder lebt entsprechend seiner eigenen Lüste. Jeder sucht seinen eigenen Sinn. Jeder macht sich seine eigenen Gesetze. Aber nun kommt Christus. Er gibt sein Leben für uns. Er gibt sein Blut, kauft uns frei.
und ist nun der Hirte, der uns im Licht und in der Wahrheit leitet. Er führt uns weg von unserer eigenen Gerechtigkeit, von unseren eigenen Lebenszielen, von unseren eigenen Maßstäben, von unserer eigenen Lebensplanung, von unserer eigenen Bestreben nach Selbsterfüllung und führt uns hin in den wahren Sinn Gottes, sodass wir nun seinem Gesetz folgen, seinem Sinn folgen, seiner Lebensplanung folgen und alle Dinge im Einklang mit ihm tun und so wahres Leben haben. Jetzt sollten wir uns, nachdem wir gehört haben, was es bedeutet, dass Jesus das Licht der Welt ist, die Frage stellen. Hat dich Christus erleuchtet? Hat mich Christus erleuchtet? Ist es Realität in unserem Leben, dass wir das Licht des Christus haben? Ist es Realität in unserem Leben, dass wir beleuchtet worden sind mit der Erkenntnis des Lammes Gottes und dass wir gelernt haben, im Licht der Offenbarung Gottes zu leben? Hast du die himmelschreiende Bedeutungslosigkeit deines alten Lebens erkannt? Hast du einen Schatz gefunden in Christus, weil du erkannt hast, dass du ohne ihn kein Leben, keinen Sinn, keine Gerechtigkeit, keine Erfüllung hast? Bist du erleuchtet worden von Christus, sodass du seine Würdigkeit erkannt hast? Hat sich Christus dir in seinem Wort offenbart, sodass er dein ganzer Schatz, deine ganze Hoffnung und deine ganze Freude geworden ist? Liebe Freunde, ich kann mich erinnern an den Augenblick, wo ich eines Tages zu Hause gesessen bin im Jahr 2015 und Gott Vorwürfe gemacht habe, weil die zwei liebsten Menschen in meinem Leben verschwunden sind. Der eine ist gestorben, der andere hat mich im Stich gelassen. Ich habe Gott Vorwürfe gemacht, wie er dies zulassen kann. Und das ist auch der Grund, warum Psalm 73 meine Lieblingsbibelstelle ist. Weil Asaf ebenso mit Gott hadert und ihm aus seiner Kurzsichtigkeit heraus Vorwürfe macht. Und was passiert im Psalm 73? Dann geht er in den Tempel und erkennt plötzlich das Gericht Gottes über all den Menschen, denen es auf einmal so gut zu gehen scheint. Er sagt, ich war wie ein unvernünftiges Tier. Ich war kurzsichtig und blind. Ich habe gehadert mit Gott, weil es den ungerechten Menschen gut geht, aber jetzt erkenne ich, dass Gott Richter ist, dass er thront über allem und dass er diese Menschen sehr schnell vergehen lassen wird in seinem Gericht. Und genauso hat es sich bei mir angefühlt in meinem Leben, wo ich plötzlich aus dem Wort Gottes erkannt habe, ich bin in Sünde. Und weil ich in Sünde bin, so ist die liebevolle, disziplinierende Hand Gottes auf mein Leben gekommen und hat mir einer lieben Dinge beraubt. Ich habe erkannt, dass es die Liebe und die Treue Gottes und nicht die Verlassenheit Gottes, die all dies gewirkt hat. Es ist plötzlich so gewesen, als würde Licht in meine Finsternis hineinbrechen. Und auf einmal kann ich mit Asaf sagen, ich war wie ein unvernünftiges Tier, ich habe nichts verstanden. Aber jetzt sehe ich den Herrn und erkenne seine Wege und sein Wirken und finde Ruhe und Frieden in ihm, weil ich weiß, er ist mein Licht. Er lässt mich nicht gehen, er lässt mich nicht fallen, sondern er hält und bewahrt mich. Kannst du eine ähnliche Geschichte erzählen? Kannst du vom Licht erzählen, was in deine Finsternis gedrungen ist? Von der Erkenntnis erzählen, die aus dem Wort Gottes kommt, die plötzlich in deine Finsternis und in deine ganz persönliche Verirrtheit gekommen ist. Denn jeder von uns ist ohne Christus verirrt, nur jeder auf eine andere Weise, wie Schafe, die jeder ihren eigenen Weg gehen ohne Hirten. Wenn du diese Frage mit Nein beantworten musst und du ehrlich sagen musst, nein, du kennst es nicht. Du hast kein Erlebnis gehabt, wo Licht in die Finsternis gedrungen ist, wo du Gott erkannt hast, wo eine Buße und eine Umkehr von alten Wegen, weil du plötzlich ihre Nichtigkeit erkannt hast, in dein Leben gekommen ist, dann möchte ich dich aufrufen, flieh zu Christus. Flieh zu ihm. Fleh ihn an, dass er dich erleuchtet und ist bereit, allen Leben zu geben, die zu ihm kommen. Wenn du aber heute sagen kannst, ja, du bist von Christus erleuchtet worden, du kennst das Licht des Christus, ja dann, flieh ebenfalls zu Christus. Gib dich ihm hin und lerne mehr und mehr, was es bedeutet, im Frieden und in der Liebe und im Vertrauen auf Gott zu leben. Also, was bedeutet es, im Licht zu leben? Es bedeutet, seine Sündhaftigkeit zu erkennen und Vergebung am Kreuz von Jesus zu finden. Und es bedeutet, aus Dankbarkeit so zu leben, wie Gott offenbart hat in seinem Wort, dass es ihm gefällt. Ich möchte dazu Römer 13 vorlesen, Verse 12 bis 14, weil sie perfekt darüber sprechen. Da heißt es,
Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Paulus macht hier eine Referenz zum alltäglichen Leben von Leuten in der Welt. Kennt ihr das, wenn man sagt, der und der ist um 9 am Vormittag schon betrunken? Sogar bei Gottlosen ist es verächtlich, vormittags zu betrunken sein. Es ist in dieser Welt unangebracht, vormittags betrunken zu sein. Nachts ist das legitim, besonders am Wochenende. Also Paulus sagt hier, sogar bei den Gottlosen gibt es angebrachte Zeiten, betrunken zu sein, und zwar, wenn es finster geworden ist. Und unangebrachte Zeiten, betrunken zu sein, und zwar, wenn es Tag ist. Und das wendet er hier auf den Christen an. Er sagt, weil wir ins Licht gestellt worden sind, ist es für einen Christen immer unangebracht, die Werke der Finsternis zu tun. Und er nennt hier als Beispiel Schlemmereien, Trinkgelagen, Unzucht, Ausschweifungen, Streit und Neid. Als einige Beispiele. Das, was er hier sagt, ist, ihr seid in das Licht des Christus gestellt. Und weil ihr nun im Licht des Christus seid, ist es für euch noch mehr unangebracht, weltlich zu sein, als es für jemanden in der Welt unangebracht ist, tagsüber betrunken zu sein. Weil wir ins Licht des Christus gestellt worden sind, ist für uns Leben in Weltlichkeit vollkommen unangebracht. Es ist nichts, was sich für den Christen auf irgendeine Art und Weise geziemt. Sondern, was sollen wir tun? Vers 12, wir sollen die Waffen des Lichts anlegen. Wir sollen den Herrn Jesus Christus anlegen und das Fleisch nicht pflegen bis zur Erregung von Begierden. Paulus beschreibt hier diesen Kampf eines Christen mit dem Fleisch und mit der Sünde. Er ruft uns an, ruft uns auf, fordert uns auf, die Waffen des Lichts zu tragen. Die Waffen des Lichts sind Gebet und das Wort Gottes. Das sind die Waffen des Lichts. Christus hat uns zwei Dinge gegeben, um zu kämpfen. Gebet und ein Leben gefüllt mit dem Wort Gottes, was nun nach der Weisheit Gottes leben kann. Er fordert uns auf, Jesus Christus ähnlicher zu werden und Krieg zu führen gegen die fleischlichen Begierden. Er sagt, weil das Himmelreich nahe ist, sollen wir himmlisch gesinnt leben. Weil wir ins Licht des Christus gestellt worden sind, sollen wir im Licht Christi leben. Die Finsternis bekämpfen und die Waffen des Lichts anziehen. Was bedeutet das ganz konkret, ganz praktisch? Was sehen wir im Fernsehen an? Was für Dinge erfüllen unsere Freizeit? Welche Musik hören wir? Ja, wie nutzen wir unser Handy? Worum dreht sich unser Leben? Es ist nicht verkehrt, mal einen Krimi im Fernsehen zu sehen oder mal irgendwas Belangloses im Handy zu sehen. Aber bei all dem müssen wir trotzdem beachten, womit füllen wir uns? Füllen wir uns mit Dingen, die Licht sind, die uns in der Erkenntnis des Christus weiterbringen? Hören wir Musik, die zu uns Gottlosigkeit predigt? Oder hören wir Musik, die uns zu Christus näher bringt? Sehen wir Dinge im Fernsehen an, die Gottlosigkeiten, sexuelle Unmoral, Trunkenheit, Weltlichkeit fördern? Oder füllen wir uns mit Dingen, die uns näher und näher an Jesus Christus bringen? Was sehen wir im Handy an? Nutzen wir das Handy für gottesfürchtige Dinge? Lassen wir das Licht des Christus durch dieses Mittel in unser Leben, indem wir Predigt hören, Artikel lesen oder vielleicht andere Dinge tun, die keine Finsternis fördern? Oder nutzen wir diese Dinge um Finsternis? Dinge, die uns Gottlosigkeit vorpredigen, in unser Leben zu lassen. Liebe Freunde, lasst uns die Waffen des Lichts anlegen. Lasst uns gefüllt sein von Gebet und vom Wort Gottes, von allen Dingen, die diese beiden Dinge fördern. Jesus sagt zu uns in Matthäus 5 und in der Bergpredigt, ihr seid das Salz und das Licht der Erde. Aber das können wir nur dann sein, wenn wir uns mit dem Licht des Christus füllen. Christus sagt, er ist das Licht der Welt, aber plötzlich sagt er in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Warum? Weil alle Jünger, die Jesus Christus nachfolgen, ihn reflektieren und sein Licht wie die Sterne, das Licht der Sonne,
das war eine falsche Analogie, Sterne leuchten von selber, wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert. Genauso ist der Jünger von Jesus Christus. Der Mond leuchtet in der Nacht, weil er das Licht der Sonne reflektiert. Und so sind die Jünger von Jesus nun das Licht der Welt, weil sie Christus, ihren Herrn und Retter, reflektieren. Ihr könnt euch erinnern, wir haben vor einiger Zeit die Passage behandelt, am 7. August, wo Paulus sagt, ihr seid die Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Wir haben gehört von Josef, wie er aus der Offenbarung vorliest und Jesus derjenige ist, der unter den sieben Leuchtern wandelt, die sieben Gemeinden sind. Also wir werden aufgefordert, als Gemeinde Leuchter für Christus zu sein, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein, aber das ist nicht möglich, wenn diese Gemeinde nicht aus Menschen besteht, die jeder im Einzelnen Lichter für Christus sind. Liebe Freunde, das ist unsere Berufung, die Waffen des Lichts anzulegen, Gebet, die Weisheiten des Wortes Gottes, dann werden wir Licht dieser Welt sein mit unserem Herrn Jesus Christus. Lesen wir weiter in Johannes Kapitel 8, wieder weiter ab Vers 12. Johannes Kapitel 8, wir haben den Vers 12 noch nicht zu Ende gelesen. Da heißt es wieder, ich habe 12 aufgeschlagen, ich brauche 8, da ist es. Da heißt es weiter. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Was ist das Resultat davon, dass Christus das Licht der Welt ist? Es beleuchtet alle Menschen. Und diejenigen, die Gnade und Buße finden, bekehren sich von ihrer Sünde und bleiben in diesem Licht. Das Licht des Lebens wird nun ihres. Sie haben ewiges Leben in Christus. Sie müssen den Tod nicht mehr fürchten. Sie werden über den Tod hinaus leben. Sie werden im Licht leben. Das bedeutet, was wir gerade gesagt haben. Sie leben auf eine Art und Weise, die das Licht des Christus reflektiert, weil sie Leben im Licht empfangen haben. Was ist die Antwort der Pharisäer auf diese Behauptung von Jesus? Sie sagen, Vers 13, da sprachen die Pharisäer zu ihm, du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jesus antwortete und sprach, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Die Pharisäer, sie greifen die Glaubwürdigkeit von Jesus an. Sie bezeichnen ihn als Hochstapler. Sie sagen, du bist jemand anders, als du dich ausgibst. Sie glauben ihm nicht. Und Christus argumentiert auf zwei Art und Weisen für seine eigene Glaubwürdigkeit. Im Vers 14 sagt er, sein Zeugnis ist glaubwürdig, weil er weiß, woher er gekommen ist und weil er weiß, wohin er geht. Später sehen wir, dass Jesus sagt, ja, selbst in eurem Gesetz, in Vers 17 steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Das mosaische Gesetz gebietet, dass erst dann, wenn zwei unabhängige Beweisführungslinien übereinstimmen, dass diesem Glaubwürdigkeit geschenkt werden soll, weil das mosaische Gesetz sündhaften Menschen, die Lügner sind, gegeben worden ist. Gott hat das Prinzip zweier Zeugen deswegen gegeben, weil er weiß, dass die Menschen Lügner sind. Und deswegen brauchen wir, um eine glaubwürdige Aussage vor Gericht zu fällen, immer mindestens zwei Zeugen. Aber das gilt nicht für Jesus. Er ist der Allwissende. Er erkennt alle Dinge perfekt. Er weiß, woher er gekommen ist. Er ist wahrhaftig. Er ist die Wahrheit. Dieses Gebot gilt ihm nicht. Er ist ihm nicht unterworfen. Und das ist das, was er hier sagt. Auch wenn er allein von sich selbst Zeugnis ablegt, so ist sein Zeugnis glaubwürdig. Denn er ist derjenige, von dem alle Wahrheit abhängt. Aber trotzdem, obwohl das so ist, hält sich Jesus trotzdem an dieses Gebot und hat mehrere Zeugen. Wir erinnern uns zurück an Johannes Kapitel 5. Da argumentiert Jesus folgendermaßen für seine Glaubwürdigkeit. Er sagt erstens, die Werke bezeugen Jesus, die Wunder, die er tut. Zweitens, der Vater bezeugt Jesus, wenn er seinen Sohn vom Himmel her bekennt. Und drittens, die Schriften
bezeugen Jesus. Das ist sein Argument in Johannes Kapitel 5 und er wiederholt hier, der Vater erzeugt von ihm. Und deswegen ist sein Zeugnis glaubwürdig. Warum erkennen die Pharisäer Jesus nicht? Wieso lehnen sie ab? Vers 15. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Die Pharisäer haben verdunkelte Augen. Sie hassen das Licht, sie fliehen vom Licht, sie lieben das Licht nicht. Sie richten nur aus ihren eigenen Begierden heraus und fällen Urteile, die ihren fleischlichen, egozentrischen, egoistischen Begierden dienlich sind. Wenn sie anerkennen würden, dass Christus der Messias ist, müssten sie alles aufgeben und alles verändern, sich demütigen und alles hingeben. Aber weil sie fleischlich gesinnt sind, weil sie in Finsternis leben, nicht erleuchtet worden sind, weil sie ihre eigenen Begierden mehr lieben als Christus, richten sie fleischlich und können die Wahrheit nicht erkennen. Jesus sagt, er richtet niemanden. Wir erfahren in der Bibel, dass Jesus sehr wohl richtet, aber es bedeutet, jetzt ist Jesus nicht gekommen, um zu richten. Sein erstes Kommen war sein Kommen, um die Menschheit zu erlösen. Aber beim nächsten Mal, da wird er kommen, um die Welt zu richten, in Gerechtigkeit und, wie wir hier lesen, in Übereinstimmung mit dem Vater. Ich lese weiter die Verse 19 bis 20. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater erkennen. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Ich möchte ganz kurz noch einmal zum Johannes Kapitel 1 gehen, zum Anfang des Johannes Kapitels. Und da die Verse 10 bis 13 aus dem Kapitel 1 mit euch lesen, weil sie dazu sprechen. Und da heißt es folgendes. Er, also Christus, war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. In Johannes Kapitel 3, 19 sagt Jesus wieder, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Was ist nun der Unterschied zwischen jemandem, der in dieses Licht des Christus gestellt wird, seine Sünde erkennt und nicht vor dieser Erkenntnis wegläuft, sondern Vergebung bei Christus sucht? Was ist der Unterschied zwischen so einem Menschen und dem, der ins Licht gestellt wird, sieht, dass seine Sünde beleuchtet wird und vor dem Licht flieht? Wo liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Menschen? Wo ist der Unterschied zwischen den Jüngern, die den Ruf des Christus gehört haben, ihre Sünde aufgegeben haben und sich zu ihm gewandt haben, und den Pharisäern, die nun in sein Licht gestellt werden und in Hass vor der Finsternis sich von ihm wegdrehen? Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien von Menschen? Wir haben es in Kapitel 1 gelesen. Es liegt nicht im Willen des Menschen, nicht im Willen von Fleisch und Blut, sondern weil sie aus Gott geboren sind. Die Antwort auf diese Frage, worin liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien, denen, die das Licht hassen und denen, die das Licht lieben, ist allein in der Gnadenwahl. Diese Passage stellt uns wieder so deutlich vor Augen, dass Gott ein souveräner Gott ist, der aus Gnade allein erwählt. Denn alle Menschen sind Kreaturen der Finsternis. Wir werden es noch hören später in Johannes Kapitel 9 und 10 wird es ziemlich brisant, wo Jesus zu den Pharisäern sagt, ihr seid Kinder des Teufels. Jeder Mensch gemäß Jesus selbst und Paulus in Epheser 2 hat eine gefallene Natur und hasst von Natur aus das Licht. Also warum fliehen, wenn Christus erscheint, nicht alle? Warum finden etliche Buße und Umkehr im Licht des Christus? Wir haben die Antwort in Johannes Kapitel 1 gerade gelesen. Weil sie nicht aus dem Willen der Menschen, nicht aus dem Willen des Fleisches und des Blutes, sondern aus Gott geboren sind. Sie sind neu geworden. Ihre Herzen haben sich verändert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nun können sie das Licht sehen und lieben, weil sie eine neue Natur erhalten haben, weil sie Kinder des Lichts geworden sind.
Und das, liebe Freunde, braucht die Gnadenwahl. Jeder Mensch wendet sich von Natur aus von Gott ab. Aber viele wenden sich von Gott nicht ab, weil er ihre Natur verändert. Es ist die Gnadenwahl Gottes, die bewirkt, dass wir ins Licht gestellt werden und nicht weglaufen, sondern Buße und Umkehr in Christus finden. Lass uns nicht stolz sein. Lass uns nicht aufgeblasen werden und davon ausgehen, dass unsere Rettung mit uns irgendetwas zu tun hat. Sondern lasst uns in der gnädigen Rettung Gottes anerkennen, dass wir genauso wie die Pharisäer Christus gehasst hätten, wenn uns nicht mit seiner Gnade begegnet wäre. Lasst uns nun die Gnade des Christus preisen, sodass wir in sein Licht gestellt worden sind und in diesem Licht Leben gefunden haben. Amen.